Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Das ist Max. Und das ist Ash. Und das hier ist Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Ein tolles Spiel am Grill sozusagen. Ja. Da werden wir gleich mal sehen, wie wir hier ein Spiel am Grill spielen können. Dreh es mal um. Mal gucken. Und hier kann man schon so ein bisschen was erahnen. Da kann man den Grill sehen und diverse Sachen, die aufeinander gestapelt werden. Und dann gibt es hier noch Spielkarten und diverses Zubehör zum Grillen. Ich würde sagen, das packen wir mal aus, ne? Ja, aber jetzt geht es erstmal ab zum Intro. Ding, 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 ding. Das ist Max. Und das ist Ash. TipTapTube. So, dann wollen wir mal gucken. Wer packt das aus? Ash, packst du es aus? Ich darf ihn noch. Max packt es aus. Ash, ich mache hier nur kurz die Folie auf. Kannst du sie abziehen? Ja. Los. Hier macht es zu zweit. Ja. Und einmal ab. Ja. So, hier. Ash. Was war denn das? Sein Furz. So, gucken wir mal. Erstmal ist hier eine Spielanleitung dabei. Yeah, wusste ich doch. Genau. Hier sind Spielkarten. Die müssen erstmal abgemacht werden hier, ne? Ich mach das. Ja, ich dann knickt man alles auseinander. Hier gibt es noch ein kleines Heft. Ah ja, da sind ein paar Rezepte drin. Ja. Und zack. Da. Okay, das sind also alles irgendwelche Teile, die wir brauchen. Und hier sind die Grillutensilien drin. Und dann pack mal weiter aus. Hier, ich geb dir mal ein paar Tüten. Die brauchst du nicht. Nein, kannst du oben aufziehen. Diese Teile sind jetzt beim Spiel mit dabei. Zum einen gibt es hier 15 Grillchips in grün, lila, gelb, rot und blau. Dann gibt es 18 Grillkärtchen. Da drauf sind Auberginen, Maiskolben, Wurst und so weiter. Und dann gibt es hier noch 15 Bonuskärtchen, das Grillgut und eine Zange, natürlich den Grill und hier noch mehr zum Grillen. Mhm. So, und nun geht's los. Wir spielen hier zu dritt. Das bedeutet, wir brauchen einmal 3 Grillchips. Grün für Ash? Nicht? Welche möchtest du denn? Blau. Du nimmst blau. Ich nehme gelb. Max, du nimmst gelb. Und ich nehme dann hier die grünen. Die Grillchips werden vor den Spielern offen hingelegt. Und dann nimmt sich jeder noch 3 Bonuskärtchen. Das sind diese hier. Und zwar von jedem ein. Es gibt einmal dieses und dieses und dieses Kärtchen. Also 1, 2, 3 für Ash. 1, 2, 3 für Max. Danke. Und ich bekomme auch noch 3. So, der jüngste Spieler fängt an und nimmt sich eine Grillkarte von diesem Stapel. Die oberste. Darauf kannst du dann sehen, welches Grillteil du mit der Zange nehmen und auf den Grill legen kannst. Ein Pilz. Dann mal los. Den musst du jetzt mit der Zange und nur mit der Zange anfassen und auf den Grill legen. So. Ganz genau. Jetzt geh mal du kannst auch beide Hände nehmen. Jetzt geh mal da runter, Gott. Dann nimmst du deine Karte und legst die neben den Nachtziehstapel. Hier. Genau, da kommt die hin. Und die Zange. Und die Zange gibst du an den linken Nachbarn weiter. Danke. So, Max, jetzt ziehst du einmal. Steak. Genau, Steak. Ein Steak rauf auf den Grill. Ich glaube, das kannst du nicht mit dem Fassen kriegen. Doch. Das hast du. So, und jetzt bin ich dran. Einmal die Grillzange und eine Karte. Eine Paprika. Eine Papa. Eine Paprika. Nee, so. Nicht Paprika, sondern Papa. Max, hier, Ash, du bist. Ash, du bist jetzt dran. Pilz. Lernpilz. Hier hin.
Bild für dich. Genau, das kannst du auch oben drauflegen. Du kannst auch die Zange, das macht nichts. Du darfst jetzt den Filz wieder neu rauflegen und du kannst die Zange mit zwei Händen anfassen. Okay. Man kann auch Sachen drauf verschieben. Kann man auch. Ja. Hauptsache ist, es fällt nichts runter. Genau. Mais. Mais. Da ist doch noch so viel Platz auf dem Grill. Aha. Eigentlich gehört Mais andersrum. Mais wird hingestellt, okay? Dann mal gucken, was ich jetzt habe. Eine Wurst. Eine Wurst. Hier sind die Würstchen. Ah, die sind rund, die rollen schnell weg. Und das Würstchen kommt mit auf den Grill. So. Hey, du bist dran. Und? Mais. 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 Maiskolben für dich. Wollen wir sehen, wie du den jetzt drauflegst. Bestimmt genauso, oder? Oh, nicht mit der Hand. Wenn dieser Mais dann schon so nervig ist. Aber man darf trotzdem nicht mit der Hand. Oh. Ja, Ash, da ist jetzt was runtergefallen vom Grill. Das bedeutet, du musst eine von deinen Karten abgeben. Und den? Genau. Mann. Was ist, wenn Ash keine mehr hat? Dann hat er. Nee, dann ist er raus aus dem Spiel und das Spiel geht so lange weiter, bis halt nur noch einer übrig bleibt. Aha, okay. So, eine Wurst ist runtergefallen und die kommt dann in den allgemeinen Vorrat wieder zurück. Da liegt sie wieder. Und weiter geht's. Max ist dran. Hier. Da. Eine Aubergine. Das wird schwer. Also wenn du dir nicht sicher bist, dass du das schaffst, dann kannst du auch eine von deinen Bonuskarten nehmen. Nee. Ja, haha. So, ich bin dran. Einmal kurz eine Karte für mich. Ich habe auch so eine Aubergine. So, schauen wir mal, was ich damit machen kann. Ich glaube nicht sehr viel. Yep. Okay, mir sind drei Teile runtergefallen. Du bist raus. Teil 1, Teil 2 und 3. Ich glaube, du bist raus. Ich muss jetzt pro Teil, das runtergefallen ist, eine von meinen Spielkarten abgeben, wovon ich nur drei habe. Und dadurch habe ich schon mal verloren. Ich bin also raus aus dem Spiel. Mhm. Hätte ich jetzt eine von den Bonuskarten gespielt, hätte ich nicht verloren. Eine Karte, diese Karte bedeutet, dass ich zwei Teile vom Grill hätte runternehmen können, um mir Platz zu schaffen. Diese Karte bedeutet, dass zwei Teile hätten runterfallen können, ohne dass ich eine Spielkarte abgeben muss. Und dieses Teil bedeutet, dass ich einfach die Zange hätte weitergeben können. Ich habe also verloren, ohne eine einzige Bonuskarte zu benutzen. Richtig. Das ist nicht gut. Nee, das geht auch nicht. Klar. So, aber ich würde sagen, wir spielen das Spiel jetzt nochmal weiter. Mhm. Nur es kann eben ziemlich lange dauern. Und damit das Video nicht so lange dauert, kürzen wir es jetzt ein bisschen ab. Weil wir grüßen noch Leute. Genau, wir wollen nämlich noch jemanden grüßen, und zwar Florian Hinterdorfer. Dein Kommentar ist hier. Schnapp, da oben. Schnappt man nicht den Kommentar weg. Genau, da oben steht einmal, was Florian uns geschrieben hat. Hallo Florian! Genau Florian, du bist hier bei unserer Grillparty mit dabei. Der Gruß, der war für dich. Und jetzt haben wir hier nochmal Yannick Lorenz. Der möchte auch gerne gegrüßt werden. Hier ist ein Kommentar. Genau, da ist der Kommentar von Yannick. Und Yannick, dich grüßen wir jetzt auch mal ganz kräftig. Hallo Yannick! Und dann haben wir hier noch jemanden, der gefragt hat, ob wir ihn grüßen können. Der Kommentar ist hier. Da oben steht der Kommentar, und zwar von Seratus Fan Timo. Ja Timo, jetzt wollen wir dich auch noch mal grüßen. Hallo Timo! Hallo Timo, genau. Der Gruß, der ging jetzt zu dir. So, und jetzt haben wir noch einen Kommentar von Julina Wiedner. Kommentar ist hier. Da oben steht's, genau. Und zwar hat sie gefragt, ob wir ihren Cousin Luca mal grüßen können, weil der bei ihr schläft. Ich glaube, die haben noch Ferien, ne? Mhm, kann sein. Genau. So, auf jeden Fall machen wir das jetzt auch mal und grüßen dich mal, Luca. Hallo Luca! Ja, Luca, der Gruß, der ging jetzt mal an dich, ne? Sag mal schönen Dank bei Julina. Die hat sich das nämlich für dich gewünscht.
So, und das war's jetzt auch schon mit unseren Grüßen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, grillen wir hier mal noch eine Runde. Ja. Also ich ja nicht mehr, obwohl ich hier eigentlich... Aber das ist aber auch zu doof gewesen, dass ich meine Bonuskarten nicht benutzt habe. Wir hören jetzt erstmal mit dem Video hier auf. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns Kommentare. Wer möchte, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert unser Kanal. Bis zum nächsten Mal. TipTapTube. Das ist Max. Und das ist Ash. TipTapTube.